Der für den heutigen Ewigkeitssonntag vorgegebene Predigttext steht in der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Ich habe uns ein kleines Blatt austeilen lassen. Da können Sie, wenn Sie möchten, den Text gerne mitlesen. Johannes schreibt: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß: Gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Zu mir sagte er: Schreib dieses Wort auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort: Es ist bereits in Erfüllung gegangen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Herr, unser Gott, wir bitten dich, segne und regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Manchmal meine ich, seine Schritte noch neben mir zu hören. Und dann denke ich, ich müsste nur die Hand ausstrecken und wir könnten miteinander weitergehen. So erzählt jemand, dem der Ehepartner weggestorben ist. So geht es vielen von uns. Es sind Bilder der Erinnerung, die wir in uns tragen. Bilder, die uns begleiten. Als vor 10 Jahren die sehr geliebte Oma meiner Frau gestorben ist, da war ich gerade auf einer Kur an der Nordsee. Ich wollte aber unbedingt an der Beerdigung teilnehmen und so hatte ich auf der 9-stündigen Bahnfahrt von St. Peter-Ording bis nach Oberfranken zur Beerdigung viel Zeit, mir die Begegnungen mit dieser unglaublich liebenswerten Großmutter in Erinnerung zu rufen. Und da sah ich sie vor allem vor mir, wie sie am Herd stand. Liebe ging bei ihr vor allem durch den Magen. Ich höre noch heute, wie sie zu meiner Frau in tiefstem Oberfränkisch sagte: Madina, probierst einmal die Soßen, ob da noch ein wenig Salz noch muss. Und nach dem Essen lag sie dann oft selig schlummernd auf dem Sofa, da konnte es noch so trubelig um sie herum sein. Sie werden sich ähnlich an ihre Lieben erinnern können. Da sind Bilder, die wir gerne festhalten möchten, Bilder, die ganz lebendig in uns sind, von den Menschen, die mit uns gelebt und die wir so tief geliebt haben. Und dann würden wir gern die Zeit zurückdrehen und können es nicht. Trauernde beschreiben oft, wie sie tagelang ganz normal leben und plötzlich durch irgendeine Kleinigkeit wird alles wieder aufgewühlt, werden sie erinnert an die Liebste, an den Liebsten. Ein Geruch, ein bestimmter Ort, ein Gegenstand, ein bestimmter Satz und die Erinnerung ist plötzlich wieder ganz lebendig da.
Und manchmal ist die Erinnerung aber so stark, und vielleicht geht es Ihnen auch manchmal so, dass wir plötzlich gar nicht mehr so genau wissen, was davon jetzt Wirklichkeit ist und was Erinnerung. Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen manchmal richtig ineinander. Man meint, der Verstorbene ist doch noch da. So stark ist die Vorstellung in einem. In diesen Bildern verschwimmt oft die Zeit. Manchmal erscheint uns sogar das, was wir erträumen und wonach wir uns sehnen, wirklicher als die Wirklichkeit, in der wir jetzt gerade leben. Ich denke mit Ihnen über diese Erfahrung nach, weil sie uns helfen kann, die Bilder unseres Bibelwortes, das wir heute vor uns haben, besser zu verstehen. Es sind auch Bilder, Bilder der Hoffnung für die Gemeinden, an die der Johannes schreibt. Er weiß, diesen Gemeinden geht es überhaupt nicht gut. Sie werden bedrängt, sie werden verfolgt, sie sind überfordert. Und auch Johannes selbst hätte allen Grund zum Klagen. Er lebt in der Verbannung auf einer einsamen Insel. Aber Gott lässt ihn etwas sehen. Johannes darf mehr sehen als die Wirklichkeit, die ihn umgibt. Und er spürt, dass diese Visionen Mut machen können. Er merkt, dass er dies alles nicht für sich behalten darf. Er spürt, dass diese wunderbaren Bilder Kraft haben, das Grauen und die Traurigkeit dieser Gemeinden und das Grauen und die Traurigkeit, die er selber erlebt, zu verwandeln. Und so schreibt er sie auf und schenkt sie weiter an die Gemeinden damals und eben auch heute an uns. Es sind ganz wunderbare Dinge, die er da sieht. Eine Stadt, in der Gott zum Nachbar wird. Wo Gott mitten unter den Menschen wohnt. Und zwar nicht in irgendeinem herrlichen Palast irgendwo am Ende der Prachtstraße, wo man eh nicht hinkommt, sondern mitten dabei in einer Hütte, in einem Zelt. Es ist das Bild von einer Stadt weit offen für alle Menschen, ohne menschliche Willkür und Gewaltherrschaft. Johannes sieht einen Gott, der höchstpersönlich die Tränen abwischt und der alles neu macht. Woher kommen diese starken Hoffnungsbilder? Woher nimmt er die Kraft, sie zu sehen? Sind das nur spinnerte Nachtgesichte, Träumereien eines überspannten alten Mannes, der zu viel allein gewesen ist? Dem ist wohl nicht so, denn sonst hätten diese Visionen nicht über viele Jahrhunderte so eine unglaubliche Kraft entwickelt und schon viele Menschen getröstet und mit Hoffnung und neuem Lebensmut beschenkt. Was Johannes beschreibt, hat vielmehr eine ganz starke Wurzel in seinem persönlichen Erleben. Alles, was er sieht und hört, stimmt in vielem überein mit Erfahrungen, die er selbst gemacht hat. Er hat ja Gott ein paar Jahre vorher sozusagen live und in Farbe erlebt. Er durfte an der Seite des Sohnes Gottes sein. Er durfte einige Jahre vorher als einer der Jünger Jesu erleben, wie Gott in Jesus Christus sein Volk besucht hat und wie er vielen Menschen geholfen hat. Und wenn wir uns die Bilder dieses Abschnittes etwas genauer anschauen, dann wird deutlich, dass alles, wovon Johannes hier schreibt, sich mit dem deckt, was er zu Lebzeiten Jesu mit ihm erfahren durfte. Johannes beschreibt Gottes Zukunft und weiß zugleich, das war in Jesus schon alles da. Und um dem auf die Spur zu kommen, tauche ich kurz ein in die einzelnen Sätze dieses Abschnittes und lade Sie auch ein, diesen Worten nachzuspüren. Wir gehen einfach durch, es sind vor allen Dingen die Verse, die hier unterstrichen sind. Vers 3, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Das sind
ähnliche Worte, mit denen Johannes in seinem Evangelium schon das Wohnen Jesu in dieser Welt beschreibt. Johannes 1, Vers 14, er, das Wort, wurde ein Mensch, er schlug sein Zelt unter uns auf und wir sahen seine Herrlichkeit. In Jesus ist Gott uns nahe gekommen. Vers 3b, Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein, Gott bei und mit uns. Auf Hebräisch heißt das Immanuel. Und das ist einer der Namen, mit dem schon im Alten Testament bei vielen Propheten über viele Jahrhunderte der von Gott gesandte Retter bezeichnet wurde. Und genau diese Hoffnung erfüllte sich in Jesus. Gott war mit uns auf dieser Erde. Das hat Johannes erlebt. Er wird alle ihre Tränen abwischen, Vers 4. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Während Johannes dies schreibt, sieht er vor seinem geistigen Auge noch einmal, wie vielen Menschen sein Freund und Meister Jesus genau in dieser Weise geholfen hat. Wie vielen nahm Jesus das Leid? Wie vielen half er aus der Trauer zu neuer Freude? Weil er immer den einzelnen Menschen sah, er richtete die gekrümmte Frau auf. Er nahm sich des Leids einer einsamen Witwe an. Er half dem Lahmen auf die Beine. Er hat dem Blinden die Hände auf die Augen gelegt und ihm das Licht wieder geschenkt. Ja, er wischte all diesen Menschen ihre Tränen ab und hörte, ja, er hörte ihre Klagen. Vers 5, dann sagte der, der auf dem Thron saß, und Johannes weiß, der, der da mit ihm vom Thron her redet, das ist ja kein Unbekannter, nein, das ist sein auferstandener Herr, Jesus, dem er auf Erden nachfolgen durfte und der nun, so bekennen wir es ja auch im Glaubensbekenntnis, zur Rechten des Vaters sitzt. Und zuletzt Vers 6. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Das ist kein neues Bild, sondern eines, das Jesus selbst viele Male gebraucht hat, wenn er von sich geredet hat. So zum Beispiel zu der so unglaublich lebensdurstigen Frau am Brunnen, als er zu ihr sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Liebe Gemeinde, worauf ich hinaus will, ist schlicht dies. All das, was Johannes schauen darf, erinnert ihn sofort an das, was er mit Jesus hautnah erleben durfte. In Jesus war das alles da. Da war es Wirklichkeit. Als Jesus da war, spürten die Menschen, Gott ist hier. Da schwand das Leid, da wurden Menschen heil und gesund und getröstet. Und daran erinnert sich Johannes. Und die Bilder, die er sieht, ermutigen ihn, weiter Jesus nachzufolgen, an ihm dran zu bleiben. Und deswegen schreibt er sie auf für die Gemeinden in Kleinasien, aber eben auch für uns, damit auch wir jetzt und heute getröstet und ermutigt werden. Diese Bilder sind also nicht einfach spinnerte Nachtgesichter. Sie sind nicht einfach Trugbilder oder Fata Morganas. Diese Bilder wollen uns nicht vertrösten auf eine ungewisse Zukunft, sondern sie wollen uns einladen, ganz schlicht einladen, zu neuem Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus. Sie wollen uns einladen, heute schon mit Jesus zu leben und ihm nachzufolgen und bei ihm zu bleiben, auch in den schweren Stunden und gerade da. Und indem wir heute schon das Leben in der Nachfolge Jesu einüben und mit Jesus leben, machen wir die gleiche Erfahrung, von der wir zu Beginn gesprochen haben, nämlich, dass sich unsere Träume und Hoffnungen plötzlich mit der Wirklichkeit zu mischen beginnen. Da schmecken und spüren wir plötzlich schon heute etwas von der Kraft und dem Trost, der von Gott ausgeht. Da erleben wir plötzlich schon heute die Gemeinschaft, die er schenkt,
hier in der Gemeinde. Da wird unser Lebensdurst schon heute gestillt von der Quelle des Lebens. Da dürfen wir erfahren, wie unser Herr uns heute schon buchstäblich in den Arm nimmt und unsere Tränen abwischt. Und wir dürfen neuen Lebensmut von ihm her spüren. Deswegen gibt es die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Glaubenden schon in dieser Welt, weil wir schon heute mit Jesus und mit seiner heilenden und helfenden Gegenwart in unserer Mitte leben dürfen. Wir sind gemeinsam im Glauben unterwegs. Das ist ja unser Gemeindemotto und das drückt ja genau dies aus. Wir sind Seite an Seite im Vertrauen auf unseren Herrn unterwegs. Niemand, liebe Gemeinde, niemand steht allein. Gemeinsam im Glauben unterwegs, im Gottesdienst, wenn wir beten und hoffentlich auch bald wieder singen dürfen. Gemeinsam im Glauben unterwegs in unseren Gruppen und Kreisen. Gemeinsam im Glauben unterwegs, auch und gerade jetzt in dieser verrückten Zeit, auf vielfältige und kreative Weise. Ich höre so viele ermutigende Geschichten, wo Menschen sagen, ich will mich nicht einfach ergeben in das Schicksal dieser so unglaublich verwirrenden Tage, die wir gerade erleben. Ich mache das Beste daraus. Ich jammere nicht rum, sondern ich lebe das, was jetzt geht. Ich mache den einen Besuch, ich mache das eine Telefonat, ich danke Gott für das, was ist. Und so bleiben wir auch in diesen Tagen gemeinsam im Glauben unterwegs. Dazu laden wir Sie ein. Genauer gesagt, dazu lädt Gott uns ein. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. So sagen wir es bei jedem Abendmahl. Jesus hat damals auf Erden Trost und Hoffnung geschenkt und er tut es genauso auch heute noch. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Gott, der uns die Ewigkeit und damit eine Zukunft schenkt, die Johannes sehen durfte, dieser gleiche Gott schenkt uns heute schon das Leben, das nicht vergeht. Ein Leben, das voller Glaube, voller Liebe, voller Hoffnung ist. Ein Leben, das nur er uns geben kann. Das dürfen wir erfahren, mitten im Alltag unserer Gemeinde und alle Tage unseres Lebens. Ja, Gott selbst, wie es hier heißt, wird als unser Gott bei uns sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.